nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt, der Hüllenschaden darunter. Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet-Schiff. Und er setzt seine Waffen ein. Wir müssen ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Halte das Schiff in der Mitte des Hub. Dann können wir es erfassen und eine Denkrakete abfeuern. Gegnerische Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Es springen zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position, Captain.
Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ihnen ab jetzt, Captain.
Den Scannern zufolge. Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft schwunglos.
sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Ich verstehe nicht, warum Sie so sehr an all diesen Objekten hängen.
Wenn ich etwas für Sie tragen soll, helfe ich gerne. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären Sie das 10. aktive Mitglied. Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn Sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über Ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er Ihnen, um Ihre Unterstützung zu gewinnen. Benötigen Sie Hilfe mit Ihren Gegenständen?
erlauben Sie mir, beim Tragen zu helfen. Ich bin zwar für Kampf programmiert, ich habe noch genügend Platz für weitere Gegenstände.
Ich registriere schwache Leber. Das bei dir verloren? Körperliche Verfassung angeschlagen. Scheint für Sie höhere Priorität zu haben als Ihr Überleben. Ist das alles? Ich ziele auf Ihren Schwerpunkt. Erfassung ist unerwarteterweise abgebrochen. Leite Suchprotokoll ein.
Hier gibt es keine feindliche Aktivität mehr. Hier kommt keiner durch. Dass die Erkundung so viel Blut fordert. Wurde beschädigt.
Mit einer derartig vollen Tasche werden Sie nur langsam vorankommen. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern Sie Digi-Dietriche bei sich haben. Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff, die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Oh, das wird lustig. Barrett und die Crimson Fleet haben eine Vorgeschichte.
Wir gehen stets davon aus, er sei ein Schatzjäger in der Natur. Wir liegen ständig. Sie liegen falsch. Meistens. Im Kampf ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht. Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen.
Captain. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Raumschiff Frontier, hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Beeindruckendes Gedächtnis.